In diesem Video wiederholen wir die Parameterdarstellung, die Normalvektorform und die allgemeine Form einer Geraden. Und dann werden wir ein Übungsbeispiel durchführen, indem wir die Parameterdarstellung in die allgemeine Form bringen. Was war nochmal die Parameterdarstellung einer Geraden g? Allgemein kann man sagen, x ist gleich a plus t mal v. Das x steht für xy. Das a ist ein Punkt. Das t ein Parameter. Und v ein Richtungsvektor. Die Normalvektorform lautet n mal px ist gleich 0. N mal px ist deshalb 0, weil die zwei Vektoren n und px normal aufeinander stehen. Und wenn du das ausmultiplizierst, wie wir im letzten Video gesehen haben, dann kommst du auch auf die Formel n mal x ist gleich n mal p. Wobei n ein Normalvektor ist. Und p ein Punkt. Und das große x steht wieder für xy. Und was ist jetzt noch die allgemeine Form? Die allgemeine Form einer Geraden lautet a mal x plus b mal y ist gleich c. Das a und das b sind Koeffizienten und das ist der Normalvektor. Also immer wenn du die allgemeine Form einer Geraden hast, dann kannst du die beiden Koeffizienten vor x und y ablesen und das ist genau der Normalvektor. Du musst nur aufpassen, dass die x und die y auf derselben Seite stehen. Also wenn du zum Beispiel diese Form hast, dann musst du vorher das x auf die andere Seite bringen, damit du a und b nochmal ablesen kannst. Und das c ist einfach eine Zahl. Also, noch einmal, x ist gleich a plus t mal v ist die Parameterdarstellung. N mal x ist gleich n mal p, die Normalvektordarstellung. Und a mal x plus b mal y gleich c, die allgemeine Form einer Geraden. Wir schauen jetzt zu unserem Übungsbeispiel. Wandle die Gerade g, x ist gleich 4 minus 1 plus t mal 3, 2, in die allgemeine Form a mal x plus b mal y ist gleich c um. Nochmal der kurze Hinweis, das a und das b sind Normalvektoren. Versuche jetzt das Video bitte zu stoppen und das Beispiel selbst zu lösen. Ich hoffe, das Beispiel ist dir ganz gut gelungen. Wir werden es jetzt noch gemeinsam durchgehen. Ich zeige dir zwei Varianten, wie du es lösen kannst. Zur ersten. Wir verwenden einfach die Form für die allgemeine Form. Wir haben ja gesagt, dass das a und b immer der Normalvektor ist. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal den Normalvektor von der Geraden. Weil wir haben ja hier den Richtungsvektor, den nenne ich jetzt v. Wie kommen wir auf den Normalvektor? Wir vertauschen die zwei Zeilen und ändern ein Vorzeichen, zum Beispiel 2 und minus 3. Jetzt können wir das schon mal einsetzen. Also 2 mal x minus 3 mal y ist gleich c.
Und wie können wir jetzt das c berechnen? Naja, wir nehmen einfach einen Punkt, wo wir wissen, dass der auf der Geraden liegt, und nehmen die x- und die y-Koordinate und setzen ein. Wir wissen hier von dieser Gerade, dass der Punkt 4 minus 2 oben liegt. Das heißt, wir verwenden den jetzt einfach und bekommen dann 2 mal 4 minus 3 mal minus 1 ist gleich c. Das heißt, 2 mal 4 ist 8 plus 3 ist gleich c. Unser c ist also 11. Und das können wir jetzt einsetzen. Hier. Und bekommen 2x minus 3y ist gleich 11. Und die zweite Möglichkeit. Du gehst von der Normalvektorform aus. Auch hier setzt du den Normalvektor ein. Das große x steht für xy. Und als Punkt nehmen wir wieder 4 und minus 1. Dann kannst du das Skalarprodukt ausrechnen. 2 mal x minus 3y ist gleich 2 mal 4 ist 8. Und minus 3 mal minus 1 ergibt plus 3. Das heißt, auch hier kommen wir auf 2x minus 3y ist gleich 11. Also zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder du gehst von der Gleichung der allgemeinen Form aus oder von der Normalvektorform, dann kommst du auch auf die allgemeine Form einer Geraden. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.